herzlich hier im festlichen, großen Saal der Volkshochschule zum Abschlussabend des Seminars mit dem Titel Musikstilarten im... Im auslaufenden Jahrtausend Hoffnungen, im Spätkapitalismus und ja, leider, das war nett gemeint hier von dem, aber leider kann der Glocke gar nicht, das hätte er sich... Und deshalb, hallo, mein Name ist Professor Schmidt-Hindemith von der Tannhäuser Universität. Ich habe vor Musik, aber ich werde ihn trotzdem an seiner Stelle, wir werden das heute schon, das wird, ja, warum kann er nicht? Das ist auch eine etwas traurige, da geht dieser Mann gestern Abend noch ins Schwimmbad vor diesem schönen Abschlussabend und er ist dort, das muss man sich mal auf der Zunge vorstellen, er wird morgen operiert und er ist dort von einem, ich traue mich das gar nicht, aber ich sage es ihm mal, ist von einem Kleinkind angeschwommen worden. Ja, ich weiß nicht, was da passiert ist, er hat wahrscheinlich die Schwimmhilfe ins Auge. Auf jeden Fall, ich werde an seiner, wir werden das schon, ja, vielleicht kennt der ein oder andere mich auch. Ich habe ja hier im Hause der Volkshochschule, das ist jetzt aber auch schon hier im ersten Stock, hatte ich einen Surfkurs. Und ja, ich gebe zu, es war etwas speziell. Es war ein Surfkurs für Wasserallergiker. Oder halt, vielleicht kennt mich da jemand. Das war 2 Jahre später, hatte ich hier ein Seminar mit dem Titel Kommunion leicht gemacht. Entschuldigung, Sie machen mich auch schon mal. Kommunikation natürlich. Kommunikation wozu? Also die ganze Bandbreite dieses etwas sensiblen, zum Beispiel, wieso spreche ich überhaupt mit irgendjemandem? Wenn ja, worüber und wie lange und so weiter. Ja, also... Übrigens, Herrschaften, ich denke gestern Abend, mein Gott, wer schellt da noch so spät? Da war das Frau Glocke, weil wir wohnen ja. Also, wir grillen. Und hat mir die Unterlagen hier, also im Grunde genommen kann nichts schief. Übrigens, gestern nach den Tagesthemen kam nichts mehr, da habe ich mal in Ihre Abschlussarbeiten hineingeschaut, Herrschaften. Also wie Sie das, aber machen Sie sich keine Sorgen, der Kursus wird ja wiederholt, dann können Sie nicht. So, ich werde also die Ehre haben, heute mittels dieser technischen Geschichte hier, Ihnen einige musikalische Beispiele, nachdem Sie das ganze Jahr mit der Glocke in Theorien derartig verstrickt, ich werde Ihnen heute einige praktische Beispiele einmal, und deshalb hat er mir auch diese ganze und eine Hilfe zur Hand gegeben. Und das ist seine Meisterschülerin, das ist Fräulein Angelika Kleinknecht. Fräulein Kleinknecht, das wäre eine schöne Gelegenheit. Ja. Nicht in den Vordergrund. Ach, jetzt kann ich auch hören. Bitte, setzen Sie sich zunächst einmal ganz entspannt. Nicht? Wenn Sie an der Reihe sind, das steht ja alles hier, womöglich in den Unterlagen. Nicht? Bitte, und dann werde ich Ihnen vielleicht ein Zeichen geben, ich weiß noch nicht welches, wir werden da schon. Nicht? Dass Sie sich zunächst ganz... Das ist schön, dass ich mich jetzt auch hören kann. Aber es hätte auch keine Probleme gegeben, Sie hätten mir ja hinterher sagen können, was ich gesagt habe. So, also, bitte... Herrschaften, ein bisschen, nicht? Es soll ja nun nicht... Also. Ach so, und dann hat mir Frau Glocke diese kleine Schatulle noch mitgegeben.
lasse ich auch gleich einmal herumgehen, dann können Sie selbst einmal sehen, wie schön. Und ich werde wahrscheinlich so ein Zeichen machen, Frau Kleinknecht. Oder wenn Sie das nicht genügend fordert, kann ich auch so ein Zeichen machen. Nicht? Das ist schon etwas schwieriger zu... aber Sie, wenn... Gut, so, dann wollen wir in Medi... Also, wie fing... Herrschaften, und jetzt nichts mitschreiben. Wie fing... Fangen wir mal ganz... Wie entstand Musik? Eigentlich, wann war das das erste Mal? Das wäre es überhaupt auf die... Wie... Wann war das erste Mal, dass jemand sagte... Ja, mach mal lauter, nicht? Bitte, Herrschaften, es ist doch nur, dass es jeder versteht. Ja, es gibt Theorien über die Entstehung von Musik, aber Herrschaften, das ist ja das zum Beispiel, was hat hier einer in seiner Arbeit? Musik wäre das erste Mal aufgetaucht, nachdem die Dinosaurier nach dem Essen gepfiffen hätten. Also, bitte? Das ist nett, Frau Kleinknecht, dass Sie sich hier... Aber es bringt ja nichts. Weil ich habe... Nicht, das ist wunderschön, aber ich bin froh, wenn ich hier einigermaßen... Nicht, das ist ja eine Unmenge. Konzentrieren Sie sich da ganz auf Ihre handgesägte Altflöte. Ich habe... Was habe ich denn... Bitte. So. Ach so, und dann muss ich noch darauf aufmerksam machen, dass Herr Glocke wohl einige Werbeverträge... Ich will mich da nicht einmischen, das ist ja... Und wie gesagt, er hat ja auch sein Geld nicht auf 7 Hügeln. Und wir müssen... Ach so, das fängt hier gleich mit einer Werbung her. Das ist ja... Naja, also, ich mache das kurz, nur falls es mal jemand überprüft. Also, wenn Sie es gleich selbst machen, das ist hier oben die erste Taste. Gleich dieses. Herbstzeit, Liebeszeit für das Paar, das alles will... Was ist das? Protektovin. Binde. Und Präservativ in einem. Was ist das? Ja, Entschuldigung, das, Herrschaften, das geht ja gar nicht. Hätte man einen Pfeil machen können, dann wüsste ich auch. Es muss natürlich heißen, in einem Karton. Das steht da unten. Zu riesigen Apothekern und Nebelbildungen fahren Sie im Quadrat oder über Salpeter. Naja, da soll Herr Glocke, wird sich da schon. Also, zur ersten Musikstilart, übrigens eine sehr Körper... haltige Geschichte, das ist die Musikstilart der Funkmusik. Die Funkmusik entstand, ja, aber ich, in Afrika. Und auch die Menschen in Afrika, die sind einfach, nicht wahr, das ist, wenn die schon vor die Tür gehen, das ist schon, das sieht schon da. Bleib ich besser in meinem Hobby. Es war, bitte. Und die haben, nachdem die diese Funkmusik erfunden hatten, haben die sich vielleicht zu diesem Rhythmus 2-3 Jahre mit ihren Frauen um sich selber gedreht. Und haben sich dann auch gesagt, ja, warum sollen wir denn nicht? Wir haben ja alles da. Und dann haben die sich solche Boote geschnitzt. Und haben noch andere Kulturtaschen. Ich habe. Und dann sind die, oder noch einige Nahrungsketten, man weiß ja nie, was unterwegs. Und dann sind die hinaus auf hohe See und haben sich da über Wasser gehalten. Das ist alles unvollständig. Ja, das ist sehr nett, jetzt weiß ich viel mehr, seit sie da. Mache. Und. Dann hat die Funkmusik hat sich auch gesagt, ja, wenn das hier so. Und dann hat die sich über den ganzen Erdball ausgedehnt. Und das blieb natürlich bis auf den heutigen Tag. Also um es gut zu machen, die Funkmusik gibt es heute, wenn Sie noch eine sehr eigentümliche.
gehen Sie doch mal, wenn Sie, sagen wir mal, ja, ich mache ein Beispiel. Sie schlendern in Amerika an einem Ghetto vorbei. Nochmal als Beispiel, Ghettos, das sind so abgesperrte Gebiete für Amerikaner. Wenn man da, bitte Herrschaften, lesen Sie keine Zeitung. Wenn Sie da Musik, wenn Sie Glück haben, ist das, ich soll ja gar nicht so viel erzählen, wir machen jetzt einfach mal diese kleine musikalische Stilart, und zwar das Lied, was Sie hören werden, lassen Sie es einfach mal einwirken, es soll ja heute ein entspannter, nicht, dass Sie nachher nach Hause kommen und sagen, was war denn da eigentlich? Also, das Lied heißt Funky, was ist das I da am Schluss, können Sie nochmal mit der Glocke, jetzt gleich, nicht, dann jetzt wird es schon, und das, zur Funkmusik braucht man einen Rhythmus, ich mach das mal, den Text hat er mir Gott sei Dank mitgegeben, das Lied heißt Funky, sagte ich ja, das ist zu früh, Moment. Also, immer wieder werde ich danach, Momentchen, jetzt ist es gar nichts, Momentchen, immer wieder, jetzt geht's, immer wieder werde ich danach gefragt, sagen Sie mal, was haben Sie da jetzt gerade gesagt, ist das ein Witz, ist das ein Name oder vielleicht der Sponsor von einer neuen Banane, was ist denn los? Ja. Ja, das ist sehr nett von Kleinkind, das ist wunderschön, aber jetzt muss ich nochmal von vorne. Ich muss das natürlich mit dem Gerät, wozu habe ich es? Also, jetzt nochmal. Immer wieder, achso, ich muss erst drücken. Immer wieder werde ich danach gefragt. Sagen Sie mal, was haben Sie da jetzt gerade gesagt? Ist das ein Witz? Ist das ein Name? Oder vielleicht der Sponsor von einer neuen Banane? Nein, danke, das ist zu kompliziert. Das, was ich gesagt habe, haben Sie sicher schon gehört. Es ist sexy, es macht heiß und ich war bisher der Ansicht, dass es jeder weiß. Es heißt Funky. Das klingt so schön, Funky. Alle hören gern Funky. Funky, funky. Bitte. Das ist ja peinlich. Hören Sie bitte mal weg, das ist ja sowas. Was singt der? Es gibt in einigen abgelegenen Gebirgsketten Zentralafrikas einige Zwergstämme, Herrschaften, da ist vom Dialekt her, das ist sprachlich, das können Sie. Da muss man nochmal jemanden hinschicken. Ich habe sowas nicht, das aber bitte, Herrschaften, ich versichere Sie für eine monatliche. Es heißt Funky. Nicht? Wenn man mit ein bisschen guten Willen. Ja, ganz deutlich. Funky, funky, funky. So was habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Das ist ja unglaublich. Ich gebe Ihnen ein Zeichen, Freundlein. Jetzt kann ich ja kein Zeichen machen, ich habe den Finger hier drauf. Da geht's weiter. Der Rhythmus, der ist ganz einfach und eigentlich überhaupt nicht komplex. Im Grunde geht es peng, bumm und fertig ist der Sex. Die Erotik, wie Sie wissen, ist ein wesentlicher Faktor, denn ohne Sie, das glauben Sie, Mann, da kommt man sich ganz nackt vor. Oder aber laufen Ihre Partygäste fort, dann rufen Sie einfach das Zauberwort Funky. Das klingt so schön, Funky. Funky. Funky, Funky. Die Funkmusik selbst, jetzt rein hysterisch gesehen, entstand so circa 1402. Let the bass kick. Bitte? Ich kann das auch nachher nochmal erzählen. Lassen Sie einfach mal die Musik einwirken. Ja, Sie können auch meinetwegen schon mal aufstehen, wenn Ihnen das hilft, Freunde. Aber ganz entspannt, nicht? Thank you.
Fräulein Angelika Kleinknecht. Sehr schön, Frau Kleinknecht. Also, ein Körpergefühl ist schon wesentlich bei dieser musikalischen Stilart, sonst nicht. Und übrigens, apropos Körpergefühl, Frau Glocke meint, ich soll ruhig einmal an einem so schönen Abend wie heute etwas aus dem privaten Bereich, etwas das Ganze auflockern. Und da habe ich mir gedacht, erzähle ich Ihnen, ich habe mir hier so eine überlebensgroße Uhr, bitte. Wieso? Sind Sie denn mit dem Fahrrad hierher gekommen, Frau Kleinknecht? Ja, aber da brauchen Sie sich doch gar keine Sorgen zu machen. Der Fahrradkeller, der ist geöffnet, bis Sie Ihr Rad da heraus... Der Hausmeister schließt hier nichts. Frau Kleinknecht, das interessiert hier überhaupt. Das ist ganz entspannt, nicht? Das wird schon... Wie viele Gänge haben Sie denn am Rad, Frau Kleine? Hm? Drei. Respekt. Aus dem Fahrradkeller raus, wenn Sie damit kommen, Frau Kleine. Bitte. Psst. Nein, machen Sie sich gar keine Sorgen. Nicht, selbst wenn der abgeschlossen ist, dann sagen Sie es mir. Nicht? Da kann man halt nichts machen. So, also. Ich wollte Ihnen noch von dem wunderbaren Körpergefühl, was ich mit dieser, das ist ja ein Meisterwerk menschlicher, von der Firma Quasium. Quasium kennen Sie ja, einen Begriff aus dem äthiopischen Raum. Das heißt zu Deutsch in etwa das Eventuelle. Und das sind also wirklich ganz tolle, ich kann ja mal ein Beispiel machen, was man alles mit diesen, es gibt ja immer eine 70-seitige japanische Bedienungsanleitung. Und da... Ja, 20 Seiten sind bebildert, sonst hätte ich das auch nicht. Also, nein, und da steht drin, wenn Sie, warte mal, ich mache mal ein Beispiel. Ja, wie tief kommt man? Ja, das ist ja auch eine ganze Menge. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind im Urlaub und Sie dümpeln so 200 Meter unter Wasser vor sich her. Bitte, das ist ja nur ein Beispiel. Allerdings muss man schon die Uhr tragen, denn also in der Anleitung steht, dass das stichprobenartig unangemeldet überprüft wird. Also wenn Sie jetzt so dümpeln, nicht, und denken, mein Gott, in der Tiefe, da sieht mich eh keiner. Ich spreche jetzt einfach mal da hinten den Schwertfisch an, ist mal was anderes. Vorsicht, nicht? Es könnten plötzlich, ohne dass Sie es hier aus heiterem Seegang hinter Ihnen, ohne dass Sie tauchen plötzlich zwei Japaner auf. Nicht, die nur mal sehen wollen, hat der überhaupt die Uhr an? Nicht? Aber machen Sie sich keine Sorgen, so schnell schwimmen die ja nicht. Also Sie dümpeln so, bitte. Sie dümpeln so, und wenn Sie dann durch Zufall mit der Uhr so, zack, an einen, ja, was nehmen wir mal, ja, den kann man schlecht verfehlen, an einen Wal geraten, bitte, das ist in der Tiefe alltäglich, dann durch den Kontakt, also wie das chemisch und so weiter, das müssen Sie nochmal in die Glocke, durch den Kontakt, in dem Moment leuchtet das gesamte Tier fluoreszierend gelb auf. Bitte, nicht, das ist ja noch gar nichts, dafür würde ich nicht so tief runter. Aber anschließend, und das ist das, nicht, kann man für, ich glaube, 12 oder 15 Sekunden auf der Seitenflosse die Wassertemperatur ablesen. Und das ist, finde ich, schon, wie bin ich jetzt überhaupt drauf gekommen? Achso, ich schweife immer etwas. Also die nächste, ja, Herrschaften, dass Sie in dieser, Dankeschön, Freunde. Nicht? Eins, zwei, drei Gänge. Und dass Sie in dieser Stilart so versagt haben, Herrschaften, ich weiß es nicht, es ist doch eine sehr einfach strukturierte Form. Und zwar ist das Heavy Metal. Das, bitte Herrschaften, ein bisschen, wenn Ihnen hier alles lächerlich, dann können... Aber letztlich, ich meine, so sahen ja auch Ihre Arbeiten aus. Also, das schwierige Metall, man unterscheidet drei Untergruppen. Ja, stellenweise auch vier. Und das erste ist das, lassen Sie einfach mal einwirken, sodass Sie auch innerlich Vergleichsmöglichkeiten haben, wenn Sie
darauf bestehen. Es ist, das erste ist das Thrash. Das Thrash-Metall. Eine sehr in sich ruhende, etwas sehr ausgewogene, Konzern auf sich selbst konzentrierte. Ich mache das mal. Lass uns einfach mal einwirken. Das ist hier diese Taste. Das Thrash-Metall. Und das zweite ist das Speed-Metall. Das dritte ist das Death-Metall. Und das vierte ist das Doom-Metall. Ja, es geht mit zwei Oge. Mami, nehmen wir Orangensaft mit? Was ist das denn? Ach, das war die falsche Taste von Kleinknecht. Das hat doch alles was für sich. Durch die wenigen Gänge am Rad kann man sich auf die wesentlichen anderen Probleme konzentrieren. So. Ach, um Gottes Willen, jetzt hätte ich beinahe einen Werbeblock. Ich mache das schnell. Achso, die neue BMW-Serie, das kann ich nicht lesen, ist neben der Linksfahrer- und Lichthubengrundausstattung jetzt ab Werk ohne Aufpreis mit Fax, Airbag, Kampfhund-Imitation. Wahlweise auf der Beifahrerseite sowie stufenlos regelbar am Mikrowellenherd. Es zählt was Wichtiges, Ideen, die sich selbst entdecken. Im Design steckt der Wurm, die unendliche Freiheit aggressiven Genießens. Sagen Sie mal, Sebastian, ich werde dich ja vollkommen. Also bitte, da will ich mich nicht einmischen. Die Verträge möchte ich nicht sehen. Also, ich soll Ihnen jetzt drei Begriffe erklären. Ja, einen wüsste ich. Analog, ich habe sowas digital und virtuell. Virtuell, also da, das könnte ich Ihnen kurz, ja, stellen Sie sich mal vor, so kann man sich das Virtuelle gut vorstellen. Sie sitzen zu Hause und haben Kopfhörer auf, aber nicht so, sondern so. Bitte, Herrschaften, ich gebe zu, das würde jetzt zeitlich, aber vom Ansatz. Ja, sonst merken Sie sich einfach, das Virtuelle, das sind so digitale Analogismen. Ich habe hier. Ach so, übrigens, wer ist Wittmann? Ja, ist vielleicht auch besser, wenn er nicht da ist. Er hat in seiner Arbeit geschrieben zur Musikgattung Soul-Musik. Oder ja, wie der gebürtige Amerikaner sagen würde, Soul-Musik. Da hat er geschrieben, die Soul-Musik entstand in Bayreuth. Das habe ich einfach mal frech vorne durchgestrichen, denn hinten stimmt es ja. Also für alle nochmal Soul, das war natürlich nicht Herrschaften Bayreuth, sondern Detroit. Und der Begriff Soul-Musik war ja mir eigentlich schon, nicht? Aus dem Alten Testament, Soul und Abel. Ich habe das wieder durcheinander gebracht. Entschuldigung. Liebe geben, Liebe nehmen, der große Duft, der dieses alles möglich macht, Tribun für die Frau, Skorbut, ja, da möchte ich, wenn ich das hier, ich mache mich hier lächer. Beide von Dougal mit Dougal schenken macht alles Spaß. So was. Aber wie gesagt, Sie kennen ja, Sie haben ja das ganze Jahr mit Herrn Glocke gearbeitet. Er ist ja nicht unsympathisch, aber. Wir wohnen jetzt seit fast 3,5 Jahren Haus an Haus und er ist ja fast 6 Jahre jetzt schon mit seiner mit seiner Frau zu. Sie müssen das immer so vereinen. Und das ist ein ganz nettes Paar, aber Herrschaften, im vorigen Jahr, da war irgendwas im Sommer. Er war da mit den Gedanken, was war. Also wenn wir, zum Beispiel als wir gegrillt haben, er hat manchmal da Holzkohle, da hätten wir die ganze Siedlung mit abbrennen können. Auf jeden Fall, ich will jetzt keine Gerüchte hier, ich habe ja auch keine Beweise, aber irgendwie, als ich den Text des nun folgenden Liedes durchlas, da dachte ich, ja, wahrscheinlich ist das hier so eine Hymne an diese. Aber hier laut zweiter Strophe ist er hier auch abgeblitzt. Wir wollen mal, ich mach das, lass uns einfach mal einwirken. Und danke, da können Sie gleich wieder etwas, nicht? Machen Sie sich keine Gedanken, das Fahrrad, das denkt sich da auch, mein Gott, warum kommt nicht bald mal ein Herrenrad? So. Also, bitte, Entschuldigung, das ist doch hier eine interne Geschichte. Also, es fängt hier mit einem alten ägyptischen Spruch an. You'll be my first man and honey, I've made up my mind. The first man who has me, I'm his forever. Forever. Karen, for how long? Ja.
Ich steh vor deiner Tür, du lässt mich nicht rein. Ich denk, Mensch, diese Schlampe, das kann doch nicht sein. Ich sehe doch oben Licht, was sind denn das für Tricks? Ich schelle, schelle, schelle und es passiert nix. Wahrscheinlich hast du wieder Herrenbesuch. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir langt's, es ist genug. Ich breche jetzt die Tür auf und werd ne Bombe legen. Häng, dann war's das eben, du bist ein Luder. That's right. That's right. Genau wie dein Bruder. That's right. Du bist ein Luder. That's right. Genau wie dein Bruder. That's right. Der ist jetzt bei der Bundeswehr, Gott sei Dank. Keiner dran, doch dann kommt deine Stimme, diese geile Schlimme. Du flüsterst mir ins Ohr, es kommt mir komisch vor, denn etwas ist verkehrt. Du nennst mich immer Gerd. Ich will dich nicht mehr sehen, ich werd jetzt gehen. Goodbye, adieu, auf Wiedersehen, das war's. Du bist mir einfach zu verkommen. Obwohl, also ich könnte höchstens und Sonntag nochmal kommen. Du bist ein Luder. That's right. Ja, genau wie dein Bruder. That's right. Den kenne ich von der Schule her. Du bist ein Luder. That's right. Genau wie dein Bruder. Das macht ja Spaß hier. That's right. Der ist jetzt bei der Bundeswehr. Aber wie gesagt, Herrschaften, es ist auch mit den Geschlechtern. Das ist ja wirklich... Also warum hat man sich nicht damals, als das aufkam, mal zusammengesetzt? Ja, dann hätte man immer noch sagen können, ja, war lecker der Kaffee, aber... Das ist ja... Ja, Männer und Frauen, Herrschaft, das... Bitte. Übrigens, wenn hier Unruhe aufkommt, Frau Glocker hat mir gesagt, ich bin durchaus Otto. Also ich könnte, bitte, ich könnte, ohne mit der Wimper zu zögern... Kann ich Ihnen auch, also dass Sie vielleicht die Programmhefte zwei, dreimal abschreiben? Und ich als Ästhet würde dem Ganzen noch ein Häubchen, dass Sie das vielleicht in gotischer Schrift machen können. Das ist aber nicht so schwierig, wenn man erstmal den ersten Buchstaben hat. So, also, es geht hier gleich mit einer Geschichte los. Ich sagte ja gerade, wir sind es auch selbst schuld. Das ist der Jatz. Also da herrscht, das ist da... Aber es kommt natürlich auch im Licht ein bisschen daran, dass wir Menschen haben nur 12 Töne. Nicht 12 Töne, dass man da auf Dauer nicht mit auskommt, das ist ja, das hätte man sich damals... Ja, ich höre schon, jetzt werden wieder einige Schlauberger sagen, was erzählt der 12 Töne. Ich habe gestern 2,5 Stunden Radio gehört. Aber... Von Kleinknecht. Sie nehmen so... Was nicht ganz. Wenn mal hier eine Pause sich offenbart, dann nutzen Sie die doch einfach und machen sich vielleicht einmal ein paar Gedanken über wirkliche Probleme des Lebens. Nicht? Also zum Beispiel habe ich mal einen Vorderreifen aufgepumpt. Oder um es mal ein bisschen sozialkritisch. Ist es überhaupt noch mein Vorderreifen? Bitte, Herrschaft, kleiner Scherz. So. Also. Der Jatz, es ist ja... Moment mal, ich kann mich auch hier gar nicht mehr richtig konzentrieren. Hier hat zum Beispiel jemand geschrieben, der beste Jatz-Trompeter, den wir in der letzten Hemisphäre... Dann hat sie noch geschrieben, Mike Davis, da wollen wir jetzt gar nicht.
der... Momentchen, das habe ich mir doch hier irgendwo auf. Frau Atlantik, ich bin tolerant, aber irgend... Nicht, dass... Toleranz hat auch seine Schatten. Das ist also... Es gibt auch die dunkle Toleranz. So, bitte, Herrschaft, das ist privatphilosophisch. Also, ich weiß überhaupt nicht mehr, ich kann hier keine Sache zu Ende. Sie machen immer ständig. Oder machen wir es, wir machen es. Wir fragen jetzt mal. Vollkommen unvoreingenommen. Es ist, also, nehmen Sie einfach mal eine simple Melodie. Die man, eine einfache Geschichte, sagen wir mal. Dü-lü-lü-lü-lü. Nicht? Das ist ja, das kann ich auch noch in der Badewanne, wenn das Wasser. Sie haben auch eine einfache Melodie. Frau Tanki, Sie wollen doch jetzt nicht hier mit diesem. Wunderschön, vollen Angelika Klein. Das ist ja sowas, haben wir noch nicht gesehen. Was sind das überhaupt für Tiere, die da immer rausspringen? Meerschwein. Haben wir mal einen guten Friseur gehabt. So. Also, bitte, Herrschaft, kann ich jetzt endlich mal diese... Also, ich hoffe, Sie haben die Melodie noch einigermaßen im Kopf. Das ist ja noch einigermaßen nachvollziehbar. Aber die Menschen, die nun diese Jazzmusik machen, die war unbedingt wieder was Besonderes da, die sagen sich ja, das wüsste ich nicht. Da nehme ich mal das erste Tü weg. Hinten der ganze Block kommt nach vorne. Die Mitte will ich überhaupt nicht hören, heute ist ja Dienstag. Es herrscht da, da herrscht und es kontrolliert ja auch keiner. Es macht da jeder, was es... Oder nehmen Sie doch mal hier von Frau, den Namen jetzt, diesen Mike Davis, nicht wahr? Das ist ja was der... Ich kann so nicht, das ist... Frau Kleinknecht? Schauen Sie mal da hinten, da... Was ist denn da? Schauen Sie mal, das ist ja eine tolle Geschichte da hinten. Ui, 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 ui. So, also, die, bitte. Also dieser Mike Davis, nicht? Der hat ja, was der alles... was da ist... Ja, oh, das ist ja das. Ich glaube, das ist ja, wenn ich da nicht mal. Also, wie ist der denn hier hinein? Das ist ja, also sowas, das ist ja eine unglaubliche. Ich glaube, das ist ein, schauen Sie mal, ich glaube, das sieht ganz danach aus, als wenn es. Das ist, glaube ich, ein Mäusebussard. Nicht? Schauen Sie mal, das ist ja, beobachten Sie das Tier mal, nicht? Walli, 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 walli. Nicht? Vielleicht könnte es nachher. Nicht? Ja, beobachten Sie es mal, vielleicht könnte es nachher mit aufs Fahrrad nehmen. Und dann stellen Sie den Mäusebussard vorne so aufs Lenkrad. Dann brauchen Sie gar kein Licht mehr anzumachen. Die sehen ja so gut. So, bitte, Herr Schopp, kleiner Scherz am Rande. Wenn ich jetzt endlich mal hier diese Sache hier sagen könnte. Ja, dieser Mike Davis, was der alles von schönen Melodien weggelassen hat, Herrschaften, das ist ja... Also ich habe mir sagen lassen, dass der, je älter der wurde, desto weniger hat er überhaupt noch gespielt. Ganz am Schluss soll er angeblich auf die Bühne gekommen sein und hat nur noch so seine Trompete mal gezeigt. Dann ist er schon wieder...
Und trotzdem haben die Menschen vollbesetztes Haus in ihren Sitzen sich gegenseitig so voller Andacht in die Garderobe gestochen und haben gesagt, hast du das gehört, wie der Meister heute wieder alles weggelassen hat? Also, Sie merken schon, die Jazzmusik, das ist zwar eine sehr forsche, ach wieso, mein Gott, ich mache mir das Leben zur Hölle, ich habe das ja hier alles auf der Schatulle. Übrigens, das Beispiel für den Jazzfreundklang, wenn ich euch beiden mal kurz trennen darf. Das ist vom Klang her, ist das so ähnlich. Das mache ich ja hier mit einer Taste. Ich meine, sie spielen auch nicht schlecht, aber das ist natürlich hier. Pass mal auf, lass es mal einwirken. Ich drücke hier nur drauf für den Jatz. Das ist, Moment. Jazz. Ja, so kann man das auch nennen. Hier, ich drücke hier nur drauf. Yes. Da brauche ich kein Instrument zu lernen. Ich drücke hier praktisch ein. Ja. Holla. Respekt. Angelika Kleinknecht. Das war sehr schön, Frau Kleinknecht. So, Entschuldigung, es geht auch noch weiter. Du hast keine Lust mehr, willst keinen Frust mehr. Ja, das ist verständlich, womöglich schon bedenklich. Du liegst auf der Lauer, da bist du auch nicht schlauer. Wo ist denn der Sinnlos? Ist wirklich alles sinnlos? Nur noch Verbrecher, nur noch Arsch. Wo ich hinguck, Schweine. Ich bin ganz alleine. Cool down viermal. Cool down. Achso, da geht's weiter. Wenn alle dich zerreißen, alle dich beschützen, dann komm zu uns, bitte. Wenn alle Stricke reißen, alle dich beschützen, dann komm zu uns. Komm zu Karstadt. Was ist das denn hier? Wir können doch nicht mitten ins Lied. Aber das geht doch nicht. Bitte. Wir können doch nicht da mitten, dann müsste man eine. So. Ach so, wo wir hier gerade noch so verträumt beisammensitzen, kann ich ja darauf aufmerksam machen, dass ich bin ja auf meiner Universität nur für ist ja auch egal, auf jeden Fall habe ich ab Mitte November etwas Zeit. Meine Frau sagte, warum bietest du nicht hier am Institut der Volkshochschule bei den Glocke einmal zwei Kurse an? Und da, vielleicht ist jemand interessiert, will ich Folgendes. Einmal Nichtschwimmer in 14 Tagen. Bitte, Herrschaft, man muss auch mal was wagen heutzutage. Und die zweite Sache, ja, ist mir inhaltlich nicht ganz klar geworden, eine Idee meiner Frau. Das heißt, exzessive Selbsterfahrung. Also da sollen sich wohl die Teilnehmer in der ersten Stunde gegenseitig, also dass man sich mal kennenlernt und bitte. Und dann soll das gesteigert werden von jeder Stunde bis hin. Also am Ende steht dann als Höhepunkt, ja, der Begriff, vielleicht kennen Sie ihn, wie nennt man das? After Piercing? Ah, hier scheinen ja einige Herrschaften. Ist mir zwar ein Rätsel, wie sie hier so zwei Stunden ruhig sitzen konnten, aber das nicht. Also bitte, ich sag's ja nur, wer das belegen will, der belegt es, wer nicht. Das ist ja nur ein Angebot. So. Ja, Freund Kleinknecht. Sometimes my heart's like the desert in June. What will I do? Sometimes my eyes, they see everywhere you.
but you are gone away. Love is like a satellite sailing happy in the sun. Love is like a satellite. Sometimes it's lost in the dark, found by none. Sonnenschein, ich geb's zu, ich bin Piet Glocke und wir sehen uns noch. Tschüss!